Hallo und herzlich willkommen bei Mesh unterm Messer Staffel 2, Folge 1. Seid ihr alle aufgeregt, wieder hier zu sein? Ja! Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, um das jetzt ernst zu nehmen, hat es ein bisschen lange gedauert. Gut, schön, dass ich euch alle zwingen konnte, heute hier zu sein. Nein, bitte nicht. Wie ihr das aus der letzten Staffel kennt, gebe ich erstmal eine kleine Zusammenfassung. Es geht, wie gesagt, um die Folge 1 der zweiten Staffel, englischer Originaltitel Divided We Stand und die großartige deutsche Übersetzung Zerstritten stehen wir zusammen. Wir eröffnen mit General Clayton, der einem Psychodoktor den Auftrag gibt, das 4077. zu analysieren, zu evaluieren. Und sollte es da Anzeichen von psychischen Auffälligkeiten geben, soll das ganze Outfit zerstreut werden. Naja gut, das sieht nicht gut aus, denn psychische Auffälligkeiten, da wissen wir ja einiges von. Ja, da ist das Mesh-Camp fast so schlimm wie unser Podcast. Das hast du jetzt gesagt, ich habe das nur sehr, sehr laut gedacht. Apropos, wo wir schon von uns reden, wer ist denn alles da? Die Alex. Der Arnim. Der Flo. Der andere Sven. Jetzt hast du mir den Gag versaut. Ich wollte sagen, aber das bin doch ich. Ja, hallo Sven, du bist zum ersten Mal da und gibst dir diesen Wahnsinn. Das freut uns natürlich alle sehr. Aber mit Fails in Militär und Technik kennst du dich ja aus. Möchtest du noch zwei, drei Worte zu deinem anderen Podcast-Projekt sagen? Ja, ich habe einen Gag auf Svens Kosten gemacht, der jetzt nach hinten losgegangen ist. Und ich jetzt habe ist es ein Gag auf die Kosten des anderen Svens. Ja, genau. Ich habe einen Podcast über Militär und Technik, und zwar da über die Fehlschläge in Militär und Technik. Ja, den auch Menno-Podcast. Und ansonsten, ja, ich war auch mal beim Militär und bin auch ein Mesh-Fan. Ja, danke Sven. Und dann legen wir los mit der Folge, würde ich sagen. Ja, ich finde den Anfang, um ehrlich zu sein, sehr schön, denn General Clayton erklärt da ja so ein bisschen, worum es eigentlich geht, und das nutzen sie halt auch, damit man wieder ein bisschen reinkommt, falls man nach der langen Pause, ich habe keine Ahnung, wie lange die Pause wirklich war, dann auch wieder weiß, worum es geht, wenn man vorher noch nicht da war. Und ja, ich habe mir dazu nur notiert, General Recap. ja, das hatte noch andere Gründe. Mesh lief ja nicht so besonders in der ersten Staffel. Und es war ja auch lange Zeit nicht klar, ob es eine zweite geben wird. Und die haben hier dann ganz neu gestartet, haben einen neuen Sendeplatz ausgesucht zwischen zwei sehr erfolgreichen Sendungen und wollten halt den Leuten eine Chance geben, die Serie nochmal neu kennenzulernen. Und deswegen ist das hier eigentlich nochmal ein neuer Pilotfilm. Ja, sie führen ja im Prinzip auch alle Charaktere wirklich nochmal neu ein. In der Zusammenfassung am Anfang, der ja sehr schön Militär-Porno-Werbespot-mäßig auch rüberkommt. Also das haben sie ja schon gemacht. Und auch dieses typische, wir sind auf der einen Seite irgendwie lustig, diese Strip-Poker im Winterszene, die fand ich da echt unterhaltsam. Ja, ich fand eigentlich Raiders Einführung die beste, um ehrlich zu sein. Hast bei mir ein paar Tage her, dass ich geguckt habe, manchmal hat man das Gefühl, er wäre der Kompanieschreiber von seinem Schreiber. Genau das. So nach dem Motto, sie müssen hier unterschreiben, da unterschreiben, jetzt machen sie mal das und dann jetzt hier und jetzt seien sie mal brav und setzen sie sich auf den Stuhl. Ja. Und hier abzeichnen, ne? Genau, und da haben sie abgezeichnet, damit sie mit klar ist, dass sie das Formular nicht unterschreiben, sondern abzeichnen, und ja. Ich fand den Kontrast ziemlich fies von den doch sehr lustigen Szenen zu der Phosphorverbrennung, die da reinkommt. So nach dem Motto, Mensch, wieso haben die den transportiert? Ja, das hat durch den Fahrtwind vom Helikopter, durch den Flugwind vom Helikopter wieder angefangen zu brennen. Und gedacht habe, oh, ist das gemein, ey, das ist... Ja. Witzigerweise medizinisch korrekt, die Behandlung zur damaligen Zeit. Also dieses Wasser mit was von Salz war noch zusätzlich drin, das zersetzt Phosphor zu einer anderen Salz, also ätzt dann immer noch, aber ist dann brennt nicht mehr. Ja, war nicht so schön, das nachzurecherchieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich wüsste, um ehrlich zu sein, nicht, ob die Behandlung da heutzutage so viel besser ist, weil bei solchen Fieslichkeiten, ich meine, die sind ja dafür gemacht, dass sie eklig sind. Heutzutage noch ekliger, weil Phosphor ist ja verboten.
Ja, gut. Es ist ja dann kein Krieg und dann darf man es ja, genau. Aber ich fand da auch in dem Moment das mit Klinge und dem Schottenrock total geil. Also ziehen sich dort die Klamotten aus. Nee, nicht bei der Kälte. Ja, it's more than enough, Klinge. Ja, der Psychologe kommt ja dann im Psychologe, Psychiater, ich weiß gar nicht, was er ist an der Stelle, der Psychodoktor. Hals-Nasen-Ohren-Gynäkologe. Genau. Kommt ja dann, Hals-Nasen-Ohren-Gynäkologe kommt ja dann im Mesh an und natürlich hat man nur Henry gesagt, worum es geht, weil sonst könnte das jemand anders rauskriegen. Also werden dann die werden dann Trapper und Hawkeye in die Dusche gerufen von Raider. Ja, wobei du vorher noch diese schöne Alkoholszene vergessen hast. Ja, vor allem auch, dass der Hildebrand dann als erstes auf Klinger im Kleid trifft und dann dieser schöne Dialog mit "It looks bad". Und dann, er ist schon normal, schon mit Frauen zusammen und dann, er muss ihre Kleider klauen, ne? Ja, vor allem, er ist so super militärisch in der Szene. Das ist halt auch so, der ist der strammste von allen Klinger in der Situation, ne? So richtig zackig und alles und alle anderen sehen nur total doof aus und er zieht halt einfach nur Frauenkleider an. Und ich finde das so nett, wo dann so nach dem Motto, ja, hier zwei Gläser mit irgendwie diesem Fusel, ja, möchten Sie auch was? Ja, nee, dann bringe ich das Glas für ihn erst gar nicht rein. Und Henry steht da mit seinen zwei Gläsern. Ja, und salutiert sich eins ins Gesicht. Genau, wie wollen Sie den Kaffee einfach direkt ins Gesicht geschüttet? Tja, genau, in der Dusche auch sehr schön der Dialog, als die beiden dann geweckt und abgeholt werden. Irgendwie Colonel Black braucht sie. Is it a patient? No, just a Colonel. He needs you in the shower. Ja. Und es werden keine weiteren Fragen gestellt, weil man kennt sich ja. Das finde ich eigentlich sehr schön. Überhaupt, die ganze Duschszene hat mir Spaß gemacht. Ja, wobei auch die Antwort an ihn dann im Deutschen so nett ist. Und du läufst noch so rum mit seinem komischen Anglerhut und so. Ja, kann man ja auch mal drüber nachdenken. Was ich auch sehr schön fand, wo es dann darum geht, wer denn da irgendwie ihn das eingebrockt hat. Und die Antwort von, ich weiß gar nicht mehr, ob von Frank oder von Margaret war, it wasn't me. Anyways, it was my duty to. Ja. Gemeinsam medizinisch praktizieren, ne, wenn sie da reinkommen. Wobei ich das auch, wo sie ihn unterbringen, noch so nett finde mit, bringen sie ihn mal in das Zelt für die Geschlechts, so, das stammelt er dann nur so rum in der deutschen Version. Das ist halt auch sehr nett. Da habe ich mir nichts zu aufgeschrieben, von daher habe ich keine Ahnung, was da in der englischen Version kam. Ja, das war auch unauffällig. In der deutschen Version ist es halt so nach dem Motto, bring nicht ins VIP-Set oder Zelt oder sonst was, sondern in das Zelt für die Geschlechtsmoment. Und das ist halt einfach so, okay, ist das jetzt ein geschlechtsneutrales Zelt oder was soll das darstellen? Ja, ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie dann versuchen, so militärisch zu werden. Und ich habe mir dann aufgeschrieben, wenn ich mit diesem Aufwachgetute da irgendwie aufwachen müsste, dann wäre ich auch schon direkt scheiße drauf. Ja. Da hast du ja den Spruch, Hilfe, das Hotel ist von Soldaten umstellt, im Deutschen. Ja, so ähnlich würde ich dann auch reagieren. Im Englischen ruft Hawk ja auf jeden Fall, können wir mal Plattenspieler einen Tritt geben, weil das so auf Wiederholung sprang. Ja, einmal in Endlosschleife mit dir. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, wo ihr jetzt zeitlich drüber sprechen wollt, also wenn ihr zeitlich in Abfolge bleiben wollen. Ich habe mir nur aufgeschrieben bei der Szene mit hier, wo er denn die Schuhe anzieht, und von wegen Nikolaus tut für jeden was in Stiefel. Hat mich nur an eine Story erinnert, ja, hatten wir auch mal mit Mandarinen zum Nikolaus. Und dann Alarm, war auch nicht schön. Ich hätte was, das war allerdings schon viel weiter vorne, glaube ich. Das war, wo der Typ angekommen ist und Klinger kam da ja später aus dem der kam später an und stellte sich daneben und der Typ sprach ihn mit einem Frauennamen an, der mir nicht bekannt war. Okay. Oder bin ich jetzt verrutscht? Nee, ich glaube, er sagt da nicht irgendwie sowas wie Darin Marjorie oder sowas? Ja, irgendwie sowas war da. Ich muss zugeben, ich habe ausnahmsweise mal die Folge schon letzte Woche geguckt. Und deswegen bin ich nicht ganz so auf Stand wie sonst. Ja, okay. Deswegen bin ich nicht ganz so auf Stand wie sonst, weil ich sie nicht gerade eben erst geguckt habe.
Ich meine, wo wir da bei in die Stiefel springen waren, bei der Gelegenheit versucht doch auch na, Trapper da den Ofen anzuzünden. Und mit dem selbstgebrannten klappt's dann, ne? Wobei das gar keine so gute Idee ist, weil im selbstgebrannten ist halt immer noch genug Wasser drin, dass du gleichzeitig dein Holz feucht machst. Das heißt also, dann brennt halt der Stoff einfach raus und hinterher hast du einfach nur feuchtes Holz, was noch viel schlechter brennen möchte. Also Leute, lasst euch nichts einreden, ja? Das ist für den Effekt zwar ganz cool, aber ansonsten bringt es halt nicht viel. Weißt du, was die für einen Fusel gebrannt haben? Naja, gut, dass der so hoch rein ist, das kann ich mir kaum vorstellen. Und wenn der da 2 Stunden rumgestanden hat, dann hat er sich genug Wasser gezogen aus der Umgebung. Das ist ja das Problem. Ja, meine Lieblingsszene in der ganzen Folge ist im Grunde genommen diese Messezelt-Szene, wo sie alle irgendwie versuchen darzustellen, einerseits darzustellen, was für eine tolle und irgendwie dicht gewebte Truppe sie doch sind, wo Trapper dann ja auch irgendwie sagt, hey, could you take it easy with the buddy talk? I've got a weak stomach. Ja, wobei ich da, die habe ich mir nur aufgeschrieben, dusselige Synchro manchmal. Also sie haben da im Deutschen das manchmal so ein bisschen... Ich habe es auch jetzt vor einer Weile geguckt, weil wir ja so verschoben haben. Ich habe mir nur da echt aufgeschrieben, dass das so ein bisschen merkwürdig war. Also mit dem, wie sie da mit Hals, Nasen, Ohren, Gynäkologe und insgesamt das Rumgerede, war da so ein bisschen bewusst lächerlich irgendwie gefühlt. Also es ist ja bewusst lächerlich gemacht in der Synchro, aber da war sie halt noch bewusst lächerlich. Ja, ich wollte gerade sagen, also zum einen haben sie ja dieses Thema, dass sie halt so tun wollen, als wenn sie sich alle gut verstehen. Zum anderen, dass sie ja irgendwie doch militärisch sind. Und zum dritten, dass sie verheimlichen wollen oder einige verheimlichen wollen, dass sie halt wissen, worum es geht. Mhm. Und da die Legende, nennt man das, glaube ich, so in Geheimdienstkreisen, also die Cover-Story von dem Arzt da, von dem Psychodoktor, ja, jetzt auch nicht besonders gut ist, ja, ist das, also im Englischen fand ich die Szene ziemlich genial im Arsch. Ja, sie wird halt durch die Synchro nicht besser, sagen wir es mal so. Sie ist immer noch witzig, aber sie ist dann so, was soll das jetzt? Die Szene danach habe ich mir auch nur notiert, das Zelt beim Nageln vernagelt, fand ich halt auch. Oh ja, den gleichen Gag habe ich ja auch stehen, das muss am Namen liegen. Drinnen wird genagelt, draußen wird zugenagelt. Und Hildebrand sieht alles. Ja, insgesamt hat er seinen Job ja schon nicht schlecht gemacht. Ja gut, und dann am Ende kommt natürlich das, was immer kommen muss. Er liest ihn dann da ordentlich die Leviten und erzählt ihnen also, was sie doch für eine desolate Truppe sind. Und ja, dann kommt der Alarm und sie lassen ihn einfach sitzen. Er guckt schon ein bisschen pikiert, ne? Ja, wobei ich da echt sagen muss, ich habe mir nur aufgeschrieben, echt, das ist alles harmlos. Weil so, wenn du überlegst, die sind irgendwie direkt hinter der Frontlinie. Und wenn das jetzt schon psychische Störungen sind, okay. Weil ich meine, die haben nur irgendwie Zivilklamotten getragen. Das ist, wenn du hier die Fotos heutzutage von Afghanistan und sonst was anguckst, die rennen da ja auch rum wie die letzten Louis. Sie haben ein paar Streiche gespielt. Gut, was Selbstgebranntes hatten sie da, aber das war ja jetzt selbst für Mesh-Verhältnisse war das ja alles noch harmlos. Also wenn wir jetzt die nächsten Folgen uns angucken, da sind ja die Streiche auch noch deutlich derber und alles. Ja, und es gibt so kleine Momente, die er beobachtet, zum Beispiel, wenn Frank aus der Frauendusche kommt, aber das ist alles ja wirklich nichts Schlimmes, also da haben wir schon viel, viel, viel heftigere Sachen gesehen. Ja, vor allem, er sieht hier dann auch anschließend noch im OP vorbei und da sieht er das wirklich Schlimme. Genau, das ist ja dann auch genau die Erkenntnis, die er am Ende hat, wo er dann da ja saufend im Sumpf sitzt und dem General seine Zusammenfassung gibt mit der schönen Formulierung "And a few isms I have never even heard of". Ja. Und dann sagt er, das ist alles völlig normal, denn der echte Wahnsinn, der passiert also hier an ganz anderer Stelle. Das war dann doch ein ziemlich würdiges Ende, würde ich sagen, für die Folge. Ich fand's abrupt, persönlich. Also, sie bauen's halt auf. Sie machen dieses Nachbriefing und dann auf einmal, zack, ändert er seine Meinung so gefühlt. Und er hat nur einmal irgendwie so ein paar blutige, ich meine, ja, es ist also Krieg. Er guckt schon als Nicht-Chirurg da doch genau auf den Tisch. Ja, aber ich meine, er ist Arzt. Ich weiß nicht, wie ein Psychologe ausgebildet wird. Aber wenn ich in ein Krankenhaus gehe, hinter der Frontlinie, und ich meine, der Typ wird ja auch nicht den ersten Tag im Krieg sein. Das ist so die Frage, wo ich mir sage, so, hat der das noch nicht gereilt, dass der da jetzt gerade im Krieg ist? Was ist das für ein Etappenfutzi? Wo kommt der gerade her? Weil
wenn ich jetzt überlege, der muss ja sonst irgendwelche durchgeknallten Soldaten beurteilen, die da irgendwie Napalmverletzungen, was weiß ich, alles abgekriegt haben. Sowas muss der doch eigentlich täglich beurteilen. Und dann soll der so eine Einheit an der Front beurteilen, ob die aufgelöst wird. Dann muss der doch eigentlich irgendwie einen etwas, ich sag mal, stabileren Magen mittlerweile haben. Ich meine, der Krieg ist ja jetzt nicht seit gestern da erst. Und er ist, wie er gesagt hat, 62 und immer noch fit wie ein Turnschuh oder sowas ähnliches. Da finde ich halt irgendwie die Auflösung so ein bisschen schwach. So einmal kurz gerülpst in die Ecke und spuckt und dann ist er der Meinung, ja, Mesh ist geil. Naja, gut, ist er ja nicht, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das halt ein Etappentyp ist, für den der Krieg bis jetzt daraus bestand, irgendwo in Seoul oder in Tokio zu sein. Und dass der die Front da zum ersten Mal sieht, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, Krieg ist ja doch relativ langweilig, bis das nicht mehr ist. Und ja, dass er da so im Zweifelsfall noch gar keine First-Hand-Experience hat, das kann ich mir durchaus vorstellen. Zumindest wird es ja so dargestellt. Ja, ich hätte es halt nur in der Szene insgesamt so ein bisschen mehr ausgespielt. Weißt du, das ist ja gefühlt irgendwie, du hast halt erstmal so die 10 Minuten Einleitung, dann hast du zum Ende, auf jeden Fall in der DVD-Version, die ich hatte, noch diesen und schalten sie nächste Woche wieder ein Teil, ja, der da ja auch dabei ist mit 1, 2, 3 Minuten. Und dann hast du gefühlt irgendwie dieser Sprung zwischen ihr seid die letzte jammerliche Haufen überhaupt zu, ja, der Haufen ist scheiße, aber wir behalten ihn, irgendwie echt rapide, finde ich, gefühlt. Vor allem fühlt es sich so an, als hätte man genau diese Handlung in der ersten Staffel jetzt schon 5-mal gehabt. Wahrscheinlich war es eher 1-2-mal, aber es kommt einem so vor. Und auch genau mit diesen Sprüngen. Hey, wir lösen die Einheit auf. Ach nein, sie sind im OP so super, bleibt alles zusammen. Und ja, das fand ich ein bisschen schwach eigentlich in dieser Folge. Ja, da gebe ich euch recht. Und ich sag mal, in dem Moment, wo ich hatte mich an die Folge gar nicht mehr erinnert, im Gegensatz zu den nächsten beiden, die dann kommen, oder zu einigen der nächsten, die dann kommen, also an die hatte ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Ich habe sie mit Sicherheit mal gesehen. Aber als dann irgendwie, als sie in die Leviten liest und der Alarm kommt, wusste ich schon, was passiert. Also das war schon so, ach so, okay, gut. Ja. Ich fand, wie sie es gemacht haben, dass er damit davon dann doch so mitgenommen war, dass er ja im Prinzip völlig geschockt das berichtet hat, das fand ich nochmal anders. Aber ihr habt schon recht, das war Mesh Standard Ende Nummer 7, ja. Also zumindest war es das, was man mir auch immer angeklagt hat, dass ich vom Mittelteil zu sehr schnell in den Schluss geendet bin und der zu kurz war. Du hast für Mesh geschrieben? Nee, nicht für Mesh, aber bei allem, was ich geschrieben habe. Ja, schade, dass du nicht für Mesh geschrieben hättest. Du hättest es ja gewusst. Hast du gemacht damals. Das ist ein anderer Podcast. Ihr glaubt übrigens gar nicht, wie oft mir dieser Podcast inzwischen jetzt schon angeraten wurde. So, wie ihr macht einen Mesh-Podcast, da müsst ihr aber auch einen Käfig voller Helden-Podcast machen. So, nein. Sofort nicht. Dabei. Die Serie ist gut, aber das ist eine andere Diskussion für ein anderes Mal. Richtig. Dementsprechend würde ich auch sagen, wenn ihr nichts mehr habt, was ihr zu dieser Folge sagen wollt. Ich habe nur noch einen kleinen Hinweis auf das Ende. Die Schlussmelodie. Ihr habt euch doch da in der ersten Staffel noch über dieses komische Jessigere-Thema ein bisschen echauffiert. Da taucht es nochmal auf. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, es ist ja auch wieder wie in der letzten Folge der ersten Staffel so arrangiert, dass man die einzelnen Figuren auch nochmal sieht mit ihrem Namen und so weiter. Du hast recht, da ist eine andere Musik untergelegt, ja. Ansonsten habe ich auch nichts mehr auf dem Zettel. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung und um euch ein bisschen Zeit zu geben, darüber nachzudenken, wie ihr denn bewerten wollt und was für eine Skala ihr denn benutzen wollt, rede ich jetzt noch ein bisschen vor mich hin und fange dann an, dass ich sagen würde, naja, ihr habt schon recht, ich schließe mich da an, das ist durchaus eine der schwächeren Folgen, die erfüllt ihre Expositionsfunktionen und so weiter und so fort doch ganz gut, aber alles in allem sind das bei mir nicht mehr als 2 von 5 durchgeknallten Psychiatern. Ja, dann mache ich mal weiter. Bei mir sind es 3 von 10 Voice-Over-Rückblenden, weil insgesamt, wie gesagt, es ist eigentlich nur eine Rückblendenfolge, die nett ist, aber irgendwie nicht bemerkenswert. Dann hau ich mal 3 Nägel in die zugenagelte Tür.
Wobei Tür hat zwei Pfosten, sagen wir mal drei von sechs. Ja, dann nehme ich doch irgendwie sowas wie sechs von zehn komplett verrückten Einheiten. Ja, und für mich ist das eine absolut mittelmäßige, solide Episode. Ich habe nichts groß dran auszusetzen, ich habe aber auch nichts groß zu bejubeln. Ich gebe 5 von 10. Ja, Anglerhüten. Ja, dann haben wir die erste Folge der zweiten Staffel ja solide und mittelmäßig, wie ihr das von uns gewohnt seid, über die Bühne geschaukelt. Und ja, aber ein Funfact habe ich noch. Wir hatten in dieser Episode den ersten Auftritt von Kelly Nakahara als Schwester Kelly Yamoto. Und zwar wird die in den meisten Folgen überhaupt nicht im Abspann genannt, aber sie ist in 167 Episoden dabei und ich glaube, das ist nennenswert. Ja, blendet euch hier, stellt euch hier bitte einen Golfapplaus vor. Und damit würde ich sagen, wir hören oder ihr hört uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Mesh unter Messer, dann mit Staffel 2, Folge 2. Ein absoluter Klassiker, auf den ich mich jetzt schon freue. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und bis denn. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ja, 5 Uhr, Charlie. Mann, das war eine Übersetzung. Das passt ja gut. Bereits seit 6 Wochen kommt jeden Tag pünktlich um 5 Uhr ein nordkoreanischer Teufelskerl in seiner tollkühnen Kiste oder so ähnlich, angeflogen, um von Hand eine einzelne Granate in die grobe Richtung eines in der Nähe des 4077. eingerichteten Munitionsdepots zu werfen. Leider oder zum Glück ist er darin so schlecht, dass man am Ende der Folge sogar die Hilfe von Frank Burns braucht, höchst selbst, um dieses Munitionsdepot wieder loszuwerden. Ja, wir hatten viele Leute, die bei dieser Folge von Anfang an gesagt haben, wir wollen gerne dabei sein, und dann hatten wir ganz viele Ausfälle und Verschiebungen und kurzfristige Cancellations, und ich bin trotzdem froh, dass ihr alle hier seid, oder gerade deswegen besonders froh, dass ihr alle hier seid. Und ich bin der Sven, das habe ich schon gesagt. Und wer ist denn sonst noch alles da? Die Alex. Der 5 Uhr Arnim. Der Flo, dessen Witz gerade geklaut wurde. Der Eindecker Sven. Sehr gut, sehr gut. Ja, herrlich. Ich habe mir zu der allerersten Szene direkt mal aufgeschrieben: alles rettet, wettet, spielt. Ja, Wetten passiert nie. Nee. Ja, und da muss selbst der Vater mal schnell zu Ende seelsorgen, damit er noch seine Wette platziert kriegt. Man hat fast das Gefühl, dass die den armen 5 Uhr Charlie gar nicht ernst nehmen. Meinen Sie, sie putzen sich aus? Naja, wenn das die Abendunterhaltung ist, ne? Naja, nicht ernst nehmen. Also Frank und Margaret, also Also ich würde auch sagen, die nehmen das ziemlich ernst, das Kuhkacke-Bingo, das da veranstaltet wird. Also das scheint da irgendwie die Tagesbeschäftigung zu sein. Ja gut, Frank und Margaret nehmen ihn ja wirklich ernst. Und das ist für Frank dann auch mal wieder die Gelegenheit, seinen paar Pistolengürtel umzuschnallen. Der stellt dann ja relativ schnell fest, who put water in my gun? How do you know it's water? Aber naja, gut so, denn davon, dass man seine Wichsgriffe gefälligst mal vom Abzug lässt, bis man wirklich auf irgendwas schießen möchte, hat Frank scheinbar auch noch nie was gehört. Ja, was halt insgesamt auch in der Folge auffällig ist. Das Munitionslager an einem Krankenhaus, bewaffnetes Krankenhaus, sind alles eigentlich Kriegsverbrechen. Und in dieser gesamten Folge merkst du ja, wie kriegsgeil Frank eigentlich ist. Ja, wobei bewaffnetes Krankenhaus, da ist ja immer die Frage, mit was bewaffnet. Also wenn die beispielsweise auch Kriegsgefangene behandeln und so weiter, dann darf es ja trotzdem irgendwie
bewaffnetes Wachpersonal geben und Militärpolizei und so weiter. Da gibt es, meine ich, einige Ausnahmen. Ja, nur als Arzt würde ich ja eigentlich die Griffel so weit wie möglich von der Waffe lassen. Ja, das ist wahr. Und die andere Geschichte ist, das sagt, erklärt ja General Clayton auch sehr schön, dass er das ja auch für den Deutschen gelernt hat. Das Munitionsdepot ist ja nicht im Krankenhaus, sondern nur in der Nähe des Krankenhauses. Und es ist ja ein paar hundert Meter weit weg. Ja, und Charlies Angriffe sind ja auch nur in der Nähe des Krankenhauses. Gut, auch nur in der Nähe des Munitionsdepots. Das ist auch ein paar hundert Meter weit weg verstreut. Gut, aber dass Frank dann unbedingt eine Flak möchte, ist so vorhersehbar wie kriegsverbrecherisch. Aber ich glaube, das ist Frank ja egal, weil sie sind ja die Guten. Und wenn die Guten Kriegsverbrechen begehen, ist das ja okay. Ja, aber ist die Frage, wie zielsicher ist er im Vergleich zu Charlie? Ja, da kommen wir später noch zu. Ich finde, da gab es halt auch so ein paar nette Zitate wie ein ausdrücklicher Befehl, ich kriege hier gleich einen Lachanfall. Wo er ihm ja sagt, so nach dem Motto, hier, wo ist meine Waffe? Ich befehle Ihnen, meine Waffe wiederzugeben. Ich glaube, das war in der Szene, kommt dann halt nur so, ja, nee, von Ihnen befehlen, nee, danke. Und ich finde insgesamt diese Aufmarsch zu der täglichen Wettshow einfach wunderschön, dass da wirklich Tribüne aufgebaut ist, jeder putzt sich nochmal raus und es ist wirklich das soziale Highlight. Ja, im gesellschaftlichen Kalender der Bälle, die dort veranstaltet werden, ist halb 5 Uhr Charlie wirklich das absolute Highlight. Auch alleine schon, dass man ihn immer schon kommen hört und auch an den Zündaussetzern bei seinem Motor immer schon genau weiß, dass er das ist. Ja. Och, das ist schon gut. Das haben sie auch sounddesignmäßig sehr schön gemacht, wo sie dann das Spielchen mit der Uhr später spielen. Ja. Ja, wobei es halt auch schon echt so, ich habe mir nur aufgeschrieben, was für ein Feldflugzeug ist das denn? So, man sieht ja auch den echten Piloten dann irgendwie dahinter kauern. So, in dieses ist ja ein Zweisitzer eigentlich und naja. Ja, irgendwas muss man ja machen. Übrigens auch sehr schön finde ich, als sie dann den General anrufen wegen der Anforderung dieser Flak, die Frank ja unbedingt haben möchte, dass der dann auch nochmal eben wissen möchte, wie gut denn seine Wette war. Denn natürlich wettet der General mit. Ja, und da ist es ja halt auch einfach so, du merkst halt irgendwie erstmal, was für ein Arsch der General ist. So, dass er dann erstmal bei Margaret erstmal vorbeikommt und natürlich Frank wieder bei der gemeinsamen medizinischen Dienstplanbesprechung von nächster Woche oder so ist. Ja, und er sich eigentlich an Margaret dran werfen will. Und er ja dann auch eigentlich nur stolz drauf ist, da von den Nazis was abgeguckt zu haben. Und dann erst eigentlich das Flakgeschütz nur genehmigt, als ihm sein Auto in die Luft fliegt. Ist halt schon sehr charakterisierend, sag ich mal, für den General. Ja, zu dem explodierenden Jeep habe ich mir nur aufgeschrieben und natürlich erwischt es den Jeep. Ich meine, das ist wieder der Klassiker, wenn du die geladene Waffe auf dem Tisch legst im ersten Akt, dann muss sie auch spätestens im dritten benutzt werden. Und auch die Reaktion dann einfach zu sagen, der war schon so, der Jeep. Ja. Ja. Wobei in der deutschen Synchro auch bei der Nazi-Geschichte da die schöne Antwort kommt, jetzt lernen wir schon was von den Verlierern. Ich glaube, das haben sie da auch gesagt, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, stimmt. You know the Germans lost. Ja. Oh Gott. Die ärmsten Schweine in dieser ganzen Gegend von Korea sind aber, glaube ich, die drei Mann, die dann unter Franks Kommando diese Kanone bedienen müssen, oder? Ja, wobei es halt auch schön wieder seinen Rassismus zeigt. Also das sind ja koreanische Truppen. Ja. Sollen es darstellen. Und es ist halt echt wunderbar zu sehen, was für ein echt so diesen typische weiße Oberschicht Arschloch der Frank an sich ist. So nur die von der besten Uni und naja, ich bin ja hier was Besseres und naja, sie können ja meine Sprache, dann sind sie ja hier mal die Korporalschaft oder was er da hat. Und ich habe mir dann noch aufgeschrieben, also diese Choreo, wie lange es gedauert haben muss, da mit Hawkeye und Raider, wie die da anmarschiert kommen, mit links um rechts um Schlag mich tot. Also das ist ja schon sehr ausgefeilt. Ja, und Trapper verkleidet als General MacArthur. Also man merkt, wie ernst der Rest der Truppe Frank nimmt, aber dass er tatsächlich diese Waffe bekommen hat, ist natürlich schon ein bisschen beängstigend. Das wäre so, als würde man Trump zum Präsident. Oh, fuck. Ja. Merkst du selber, ne? Ja, und das Problem an so einer Flakgeschütz ist ja auch wieder, ne? Missbrauch von Schutzzeichen, das internationale Rote Kreuz und so weiter und so weiter. Und selbst wenn du das machst, dann würde ich doch keinem fucking, ich weiß nicht, was ist Frank eigentlich, Chirurg? Ich meine, was für ein Chirurg? Ich wahrscheinlich wieder auch Hals-Nasen-Gynäkologe.
Den würde ich doch dann das Flakgeschütz nicht geben. Da würde ich dann noch jemanden mitschicken, der sich mit sowas auskennt. Sag mal, wer hat eigentlich Sven eingeladen? Der schüttet die ganze Zeit Realität über unsere schöne Fernsehserie hier. Ja, sagen wir mal so, solange Frank mit der Flak spielt, kann er keine Patienten im OP umbringen. Beschädigen. Ja, aber die haben ihm ja sonst immer so schöne, geile Waffen untergeschoben. Ich hätte da jetzt noch erwartet, dass wenn er die Flak mal abfeuert, dass vorne auch eine große Bumm-Flagge rauskommt oder ähnliches. Ja. Übrigens, so ein Martini-Infusionsbeutel mit Olive drin, um unter der Dusche saufen zu können, brauche ich auch. Das klingt nach etwas für Potstock. Ja, das könnte ich da mal angehen. Also. Ja, sie haben dann ja verschiedene kreative Wege, um Frank davon abzuhalten, diese Flak wirklich in Einsatz zu bringen. Unter anderem, man weiß ja, dass Charlie um 5 Uhr kommt und sie ja, haben dann da ja ein paar ganz ausgezeichnete Laienschauspielerinnen, die so tun, als wenn es dann, oh, jetzt muss ich dem Patienten mal die so und so viel Uhr Infusion geben oder die 4.30 Uhr Infusion geben. Das 4.30 Uhr Happer. Ja, sehr schön, aber Frank fällt halt immerhin ausreichend drauf rein, dass er fast zu spät zur Flak kommt. Ich fand diese Zielhilfen so schön, dass sie ja da vorher auch extra noch angefordert haben, hier irgendwie was Rotfärbendes, was Weißes. Ja, Makrochrom. So ganz dezent, ne? So nach dem Motto, bitte hier links, ja, jetzt, das wäre gut. Ja, ich meine, gut, die Schlussfolgerung von denen, okay, der ganze Bums hier ist vorbei in dem Moment, wo das scheiß Munitionslager weg ist. Wer kann das Munitionslager wegmachen? Naja, Charlie, das versucht er ja die ganze Zeit. Wir wollen das hier auch nicht, arbeiten wir zusammen. Gut, ich fürchte, sowas nennt man Verrat, aber irgendwas ist ja immer, ne? Ja, der die Jungs auf die Idee bringt, eben das Lager loszuwerden, das ist der Zahnarzt der Truppe, Captain Phil Cardoso, gespielt von Corey Fisher, und den haben wir schon mal im MASH-Kinofilm gesehen. Da hat er tatsächlich jemanden gespielt, der bei dem Lied Suicide is Painless die Gitarre gespielt hat. Okay. Oh, schön. Warum hierfür aber eine neue Figur eingeführt werden musste und das nicht, was weiß ich, der Pfarrer oder Klinger oder irgendjemand hätte machen können, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, zumindest durfte er ein bisschen auf seiner Klampe zupfen. Ja, ich habe hier als letztes noch aufgeschrieben, das ist aber auch fies, wenn dann immer jemand irgendwelche anderen Zahlen reinsagt. Ja. Also ich finde die Auflösung wunderschön. Also ich finde diese, dass unser kriegsgeiler Frank derjenige ist, der halt quasi die so geniale Kriegslist des Generals kaputt macht, ist halt irgendwie sehr ja, angenehm irgendwie. Es rundet das sehr schön ab. Eben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich Absicht war, dass sie die Kanone so ausgerichtet haben oder ob sie dann einfach nur irgendwann feststellen, so, oh Moment, das passt ja gerade. Also ich meine da so einen Moment gesehen zu haben, in dem ihnen das klar wird, dass das Ding gerade eigentlich für ihre Zwecke perfekt ausgerichtet ist, nachdem Charlie es ja schon wieder vergeigt hat. Ja, und dann, sie haben den Mann gehört, feuern. Kaboom, um mal Henry aus der ersten Staffel zu zitieren. Oh, das, ja. Ja, und das ist, wie gesagt, so ein Flakgeschütz hätte ich auch nicht gerne neben dem Krankenhaus. Ja, nein, das war ja nicht neben dem Krankenhaus, das war neben dem Munitionsdepot. Es ist in der Nähe vom In-N-Out-Krankenhaus. Das Problem an so einem Flakgeschütz ist ja das Funktionsprinzip. Dann erklär uns doch mal das Funktionsprinzip für die, die das nicht kennen, Sven. Ja, du hast bei solchen Geschüssen normalerweise so einen Entfernungszünder. Das heißt, die Granate dreht sich und dann soll sie nach einer gewissen Weile explodieren und dann hast du halt Schrapnelle in der Luft. Genau, du stellst also im Prinzip eine Höhe ein, wenn du es abfeuerst. Genau. Also ein Flugzeug direkt zu treffen ist halt nicht so einfach. Dementsprechend Schrotflintenprinzip, man schießt das Ding hoch, es geht dann hoch und ja gut, also Schrotflinte nicht direkt, aber es geht dann hoch und füllt die Luft mit Schrapnell. Genau, und das Problem an so Schrapnellen ist halt die Gravitation. Ah ja. Das Problem kenne ich. Jeden verdammten Morgen. Ja, und so einen Fall hatten wir nämlich dann auch mal in Real. Also Kommandant befiehlt, Seeziel zu beschießen. Es macht bum bum bum. Wir gucken hoch und sehen auf einmal nur über uns ein paar Wolken, weil ein Idiot vergessen hatte, von Luftziel auf Seeziel umzuschalten. Und dann hast du halt Hagel, der ist nicht richtig toll. Zerkrasst einem den ganzen Lack. Ja, so kann man es ausdrücken. Naja, hätte Frank einfach nur in die Luft geschossen, hätten die halt mit ihren Zelten echt Probleme gekriegt.
Ja, aber Frank ist doch so ein hochprofessioneller, voll intelligenter Scharfschütze. Richtig. Unter anderem. Neben vielen anderen Dingen. Habt ihr noch schöne Zitate aus der Folge, die, die wir besprechen sollten? Ich hatte zu Anfang mal wieder ein Hawkeye, krabbelt irgendwelche Leute an oder verabredet sich mit ihnen auf eine merkwürdige Weise. Hast du da genaueres? Nee, ich habe mir das leider nicht genauer aufgeschrieben. Das war mal wieder eins, ich möchte die Schwester treffen, die kommen sie näher. Das war in der Dusche. Die waren ja in der Frauendusche. Da kommt ihr die Schwester rein, beschwert sich und er meint nur sehr, auf sie hätten wir jetzt gerade nicht warten können. Jo, sowas. Stimmt. War das nicht auch in der Folge, wo Frank und Margaret da sitzen? Bei Henry? Und dann, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber würden sie bitte auch selbst mal was sagen? Nee, das ist eine Folge später. Ja, was ich noch nett fand, war, dass der Spruch, wo dann halt die alle auf die Bombe warten und er nur kommt, ich weiß nicht, von Trepper oder von Hawkeye, wie man sich einen reinknallt, ist jetzt auch egal. Ja, es war im Zusammenhang mit der Diskussion um die Flak und so weiter noch ein Spruch irgendwie, there is a war on, I read the papers. Ja, ich fand es halt auch schön mit dieser Anleitung, dass sie ihm die erstmal falsch rum in die Hand drücken von der Flak. Und das Abzählen, als sie dann da anmarschiert kommen, also als Trapper MacArthur, Hawkeye und Raider dann anmarschiert kommen und dann abzählen. One, two, that's about it. Nee, das machen sie im Deutschen etwas anders. So sind sie die Eins, ne, dann bin ich aber die Zwei oder irgendwie so. So ein, das ist in Deutsch auch wieder sehr merkwürdig synchronisiert, aber auch witzig. Ich weiß nicht, ob dieses Abzählen im Deutschen so verbreitet war damals wie im Englischen. Also im Englischen ist das schon auch so, bei so Schulausflügen und so weiter, oder in den USA zumindest, irgendwie länger a thing, während das hier, glaube ich, das relativ lange unbekannt war, so beim Militär wohl, aber das war es auch schon, aber das kann jetzt auch irgendwie an meinen Empfindungen liegen. Sorgt aber auch bei einem Bus voll Militärs für Freuden. Sagen wir es mal so, bei der Marine klappt es auch nicht so, wie man sich denkt. Drei! Ja, ich kann mich an so diverse Nerd-Gruppen erinnern, wo dann irgendwelche Leute an der korrekten Stelle dann irgendwie anfingen mit Pi und E und ja, 2 Pi. Das heißt Tau. N. Das hilft sehr gut, um dann hinterher zu wissen, wie viele Leute da sind und wie viele Trottel. N-Trottel. Sind es nicht immer N-Trottel? Nein, manchmal sind es auch N plus 1. Den hast du mir jetzt gerade geklaut. Das liegt am Namen. Sehr gut. Wenn niemand mehr was hat, dann rede ich mal wieder ein bisschen länger, um euch die Möglichkeit zu geben, euch Gedanken zu machen. Naja, gebe hier noch den realen 5 O'Clock Charlie. Es gab einen realen 5 O'Clock Charlie? Nicht nur einen, du wirst lachen. Es gab also im Koreakrieg tatsächlich den Bed-Check Charlie. Also der hat abends versucht zu bombardieren. Und es gab im Zweiten Weltkrieg einen Japaner, der auch Bed-Check Charlie oder Washing Machine Charlie genannt wurde, der auch mit einer sehr alten Maschine regelmäßig kam und seine Bomben hat fallen lassen. Aber ob die so gut geklungen hat? Gab es ja halt auch im Zweiten Weltkrieg. Die wird jetzt Sven ausrasten, Manowar Song, die Night Witches. Das waren ja auch solche eigentlich Feldflugzeuge, die Russen so nach dem Motto, ach, ihr Frauen wollt fliegen, ja gut, ihr kriegt hier die ältesten Flugzeuge, die wir haben. Die hatten halt auch nur so handgeworfene Bomben und haben damit halt die Deutschen genervt. Und die haben halt immer den Motor ausgemacht. Und deswegen hörte genau, man... Genau, die waren das auch, ja. Genau, deswegen hörte man halt nur ein leichtes Flüstern und deswegen haben die Deutschen sie halt die Nachthexen genannt, weil sie halt dachten, es hört sich halt an wie ein Besenstiel. Und ja, wie gesagt, eigentlich auch wieder sehr sexistisch, weil sie haben halt einfach nur die billigsten und ältesten Flugzeuge gekriegt. Und anschließend haben sie ein paar Orden verteilt, weil, oh, ihr habt ja einen tollen Job dafür gemacht, dass wir euch eigentlich nur töten wollten. Ja, vielleicht auch noch ein kleiner Trivia. Das Flugzeug war irgendwie ein umgemaltes Privatflugzeug. Ja, und der Originalbesitzer, den sieht man in manchen Szenen zusammengekauert auf dem Beifliegersitz. Naja, auf dem eigentlichen Pilotensitz, ne? Weil die Dinger wurden ja manchmal von hinten gesteuert und Charlie saß ja mal vorne. Er saß hinten und steuerte das Ding zusammengekauert, ja. Außerdem wurde diese Episode hier als dritte der zweiten Staffel produziert, wurde aber vor Raiders Report ausgestrahlt
Und wir werden 5 O'Clock Charlie noch einmal begegnen in Staffel 3. Spoiler, hallo. Teaser, nicht Spoiler. Ach so. Na, den ist ja gut. Oh, Schwein gehabt. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal wieder ein bisschen Zeit schinden und etwas sinnlos in der Gegend rumreden, während ihr euch eine Skala und eine Bewertung überlegt. Und ich fange dann einfach mal an. Ich würde sagen, das hier ist eine der besten Mesh-Folgen, die es überhaupt gibt. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn sein. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch mal irgendeine geben wird, die mir besser gefällt. Deswegen lasse ich mir einen halben Punkt in Luft nach oben und sage, das ist eine 4,5 auf der nach oben offenen Skala. Also 4,5 von 5 handgeworfenen Granaten. Ich hatte auch recht viel Spaß, wenn ich auch irgendwie nichts wirklich beitragen konnte. Ich bin so bei einer 8 von 10 neu angemalten Flugzeugen. Ja, also ich mochte sie, aber nicht so sehr. Ich gebe 3 von 5 ausgetauschten Pistolen. Ja, ich gebe 9,9 cm auf dem Flakgeschütz von maximal 10 cm Geschützdurchmesser. Ich fand sie halt auch extrem gut. Also es ist halt alles drin, was man so von Mesh hat. Blödsinn, absolute Kritik am Krieg, zeigen, wie sinnlos der Krieg ist, zeigen an Kriegsverbrechen, erinnern und das halt nochmal kritisieren in der Folge. Die Späße drinne, die ja, wie gesagt, das absolute Sinnlosigkeit des Krieges da wunderbar hervorgehoben und halt insgesamt halt auch ein nettes Timing, alles insgesamt sehr schön durchlaufend. Ja, ich mag die Folge auch, wobei ich sagen muss, so hier und da hatte ich ein paar kleine Probleme, also es waren so die üblichen sexistischen und rassistischen Sachen, aber ich gebe auch 8 von 10 südkoreanischen Soldaten. Und ich finde gerade dieses Sexismus und den Rassismus in dieser Folge gut. Das ist das Witzige. Ich möchte das ja, weil war ja damals so. Und das ist halt dieses nochmal herausstellen irgendwie. Das gefällt mir in der Folge besonders gut, weil es kein plumper Rassismus und Sexismus ist, sondern bewusst eingesetzt. Also es ist dargestellter Rassismus und nicht wirklich und Sexismus und nicht wirklich von der Folge korportierter oder aus der Zeit der Folge stammender, meinst du? Genau. Ja, ich kann jetzt leider meine Beispiele nicht mehr genau sagen, weil es ist 2 Wochen her, dass ich die Folge geguckt habe. Normalerweise sehe ich das auch so wie du und sehe so Folgen oder sowas als Produkt ihrer Zeit und kann das dann auch besser einschätzen. Aber es waren doch so ein paar Momente dabei, die mich so gleich ein bisschen gestört haben. Das bedeutet aber nicht, die Folge ist trotzdem immer noch eine der besten. Ja, also bei mir hat sich das diesmal sehr in den Hintergrund verkrümelt, weil ich mich so auf die Folge gefreut habe und weil ich die damals schon sehr gefeiert habe. Ich meine, gut, aber es geht natürlich damit los, dass der halt Charlie genannt wird, was ja nun nah genug an einer rassistischen Beleidigung ist, ne? Ja, wobei es halt wieder der Charlie, da ist ja wieder, man stellt den Koreakrieg dar und möchte ja den Vietnamkrieg kritisieren in der Serie an sich. Und das ist ja eigentlich das Schöne hier. Also er dürfte ja eigentlich nicht Charlie heißen, weil Charlie gab es ja erst im Krieg danach. Aber man stellt es halt dar, wie halt so ein Oberklasse-Arsch wie Frank sich halt irgendwie den Asiaten vor Ort darstellt und so weiter. Und das finde ich halt eigentlich in dem Fall gut. Also es ist nicht so ein plumper Sexismus, den man ja manchmal bei Mesh hat, wo es nur darum geht, oh, ich möchte die Schwester ins Bett kriegen oder ich mache mal nur einen sexistischen Spruch, weil ich einen Spruch bringen will. Sondern hier ist dieser Rassismus und Sexismus und auch dieses ja Ansprechen, dass man ein Kriegsverbrechen von den Deutschen aufnimmt, eigentlich extrem, extrem gut. Ich finde diesen Antikriegston dort extrem gut, weswegen mir eigentlich die Serie auch so gefällt. Wobei das Charlie muss es früher auch schon gegeben haben. Also wie gesagt, der Japaner im Zweiten Weltkrieg hieß auch Washing Machine Charlie. Also das scheint schon länger da gewesen zu sein. Gut, ich habe jetzt rassistische Beleidigung nicht nachrecherchiert, gebe ich offen zu. Ich auch nicht. Gut, Diskussion nach der Wertung, das hatten wir auch noch nicht. Dementsprechend mit dieser Neuigkeit beenden wir diese Folge von Mesh unter Messer und freuen uns sehr darauf, dass ihr uns vielleicht nächste Woche wieder zuhört. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, oder zumindest ich hatte Spaß. Und ja dann,
bis zur nächsten Woche. Da gucken wir uns dann die dritte Folge der zweiten Staffel an mit dem wunderschönen Titel, ich habe gerade meine Notizen verblättert, Raiders Report. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer Staffel 2 Episode 3 Raiders Report oder auf Deutsch der wöchentliche Raider-Bericht, auch wieder ein toll übersetzter Titel. Ja, die Folge wurde ursprünglich am 29. September 1973 ausgestrahlt und es ist wieder mal eine Folge, die verschiedene Handlungsstränge hat, die von Raider in seinem wöchentlichen Report aufgezählt werden. Wir haben einen chinesischen Kriegsgefangenen, der die Leute im OP angreift und letztendlich dazu führt, dass einer von Trappers Patienten stirbt. Wir haben Hawkeye, der sich in eine Schwester verliebt und dann feststellt, dass sie einen Ehering trägt. Und wir haben Frank und Margaret, die versuchen, Klinger loszuwerden, indem sie ihm endlich seine Sektion 8 beschaffen. Und das taucht auch zum ersten Mal unser beliebter Psychoanalytiker Major Sidney Friedman auf, auch wenn er hier noch Milton heißt. Ja, wir gehen jetzt gleich mal durch diese ganzen Handlungsstränge durch und wir sind in heute... Ja, heute sind wir der Sven, und zwar der richtige Sven, keine von diesen ganzen Derivat-Svens. Die Alex. Der Arnim. Ja, der andere Sven. Da hast du so viel Zeit, dir jetzt ein gutes Comeback zu überlegen, und da ist dir trotzdem nichts eingefallen. Ach Mann, man muss nicht alles, was du sagst, würdigen und dir damit die Genugtuung geben. Da hast du natürlich recht, ja. Und ich bin der Barmer Ersatzflo. Hi. Könnt ihr mich vielleicht Sven nennen stattdessen? Nein, Sven. Das erinnert dann jetzt an die erste Verfilmung von Casino Royale. Alle Agenten heißen ab sofort James Bond. Ja, sehr gut. Okay, ja, dann Schutz beiseite, kommen wir zu Raiders Pflichten. Tja, der scheint ganz schön fertig zu sein, dass er sich da erstmal so einen Kaffee reintun muss, bevor er überhaupt mit diesem Report weitermachen kann. Ich schätze mal ein kleiner Hinweis darauf, wie viel scheiß Papierkram überhaupt anfällt. Ja, ich fand diese Art und Weise, wie er das schreibt, auch interessant. So quasi, ne, der Gefangene, Komma, koreanisch, Komma, also erinnert an diesen berühmten Witz mit volle Schnapp, Komma, für Kleintier, Grau, Komma, Maus und so weiter. Und es ist halt auch interessant, wie halt diese gesamten Ereignisse, die man jetzt in der relativ interessanten Perspektivenwechsel sieht, nachher einfach nur aus, ja, Gefangener, Komma, verwundet und so weiter, was danach bei rauskommt. Ja, wir starten ja dann auch wirklich wieder eine OP-Szene. Und dieser Kriegsgefangene, er springt vom OP-Tisch, schnappt sich ein Skalpell und greift die Leute an. Und dabei verletzt er auch unter anderem die Schwester Johnson, gespielt von Joan von Arc, die später dann mit Dallas bekannt wurde. Ja, und schmeißt einen Tropf um. Genau, der zu Trappers Patient gehört. Ja, und da wird erstmal ordentlich Pang-Schau gemacht, ne? Ja, es ist tatsächlich eine seltene Action-Sequenz, würde ich mal sogar sagen. Und Klinger rettet mal wieder den Tag. Das fand ich auch eigentlich eine sehr schöne Klinger-Szene. Ja, ist wahrscheinlich auch der einzige in der ganzen Gegend, der aufgrund seiner ja doch immer mal wieder erwähnten Herkunft aus nicht so guten Stadtteilen von Toledo schon mal einem messerschwingenden Typen irgendwie gegenüberstand. Aber es steht ihm wieder mal sehr gut zu Gesicht, so mit Bewaffnung und Kleidchen und so. Ja, vor allem wie da sein Brusthaar da aus dem Abendkleid da herausgeht. Das war göttlich.
Ja, da muss ich nachher nochmal drauf eingehen. Aber ich finde es halt auch nett, wieder, wo das Kleid kaputt gemacht wird. Und auch die Übersetzung von diesem Pang Shao vom Priester fand ich ja so wunderbar. Im Deutschen ist es ja, die Schwangerschaft deiner Tochter erfreut unser Dorf. Ja, im Englischen war es sehr ähnlich. Ja. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Ja. Auch die Beschreibung dann oder die Erwähnung im Report, dass Klinger bei der Überwältigung des Kriegsgefangenen Schaden an persönlichem Eigentum erlitten hat, der ersetzt werden muss. Ein Bustier Größe so und so, Körbchengröße so und so. Jetzt im Deutschen ist es ein Sommerkleid mit Träger sonst was und so. Ja, das war sehr, sehr gut. Vorher hauen sie Frank übrigens noch die Beleidigung um die Ohren. I've seen better surgeons at religious sacrifices. Also ich habe bessere Chirurgen bei religiösen Opferungen gesehen. So, also ja, es ist ein ganz neues Niveau an Beleidigung auf jeden Fall. Ja, was ich da mir zu Frank nur aufgeschrieben habe, ist ja, dass danach die nette Verwechslung wieder mit Klinger. Ja, perverser Hund, wer hat denn hier wen gebissen, wo er denn sich an Klinger ranmacht, statt an Margaret? Ja. Tja. Dabei will er nur seine Haare schön haben. Einfach so die Trockenhaube zu benutzen, ist ja nur auch schlechter Stil, oder? Ja, aber Margaret und Klinger sehen sich auch so ähnlich, also allein diese Brusthaare bei beiden, das verstehe ich schon. Nach 6 Monaten Fronteinsatz wird er wahrscheinlich auf jeden Rock springen. Frank sowieso. Tja, der beschwert sich dann ja auch noch, weil Pierce ihn etwas später dann auch grüßt. Woraufhin der ja sagt, naja, wir haben halt alle mal einen schlechten Tag. Das war so meine persönliche Highlight-Szene in der ganzen Folge. Ja, die ist sehr schön. Ja, ich bin mit dieser Szene, also insgesamt mit der Folge, sehr zwiegespalten persönlich. Also ich finde Einzelszenen da wunderbar und es ist meiner Meinung nach eine der besten Klinger Folgen, aber sobald der Psychiater auftaucht, versaut er mir massiv die Folge. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass Doc Friedman eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere in der ganzen Sendung ist oder in der ganzen Serie ist. Meiner auch. Aber dieser erste Auftritt ist nicht gut. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch mein Problem damit. Sein sehr, sehr trockener Humor, den er ja hat, wo dann alle irgendwie immer erwarten, dass er jetzt irgendwie so voll die Einsicht raushaut und er dann aber einfach irgendwas total Offensichtliches sagt, wo man auch sagt, so, ja, da hätten wir auch irgendwie selber drauf kommen können. Das macht ja einen großen Teil seines Charmes und seines Charakters aus. Hier wirkt das aber noch sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr rüde. Ja, also am Anfang hat er ja so seine Szenen, wo es gut ist. So alle wollen weg, aber er hat hier eine Macke oder wegen dessen holen sie mich jetzt hierher. Das ist ja alles noch okay, aber wie gesagt, dieses, das ist denn so ein Sexismus. Wir hatten das ja in der letzten Folge, wo ich sage, ein passender Sexismus und ein schlechter Sexismus. Und ich finde Klinger ja so geil, weil man muss ja sagen, Klinger ist der einzig Normale in diesem ganzen Camp. Weil Klinger hat ja klar analysiert, ich bin Arzthelfer. Das heißt, näher an die Front als so eine Mesh-Einheit wird der nie kommen. Jede Strafversetzung wird ihn ja weiter weg von der Front bringen. So, und ein Typ, sein Chef, der mit Angelhut rumläuft und alle anderen Chirurgen, die irgendwie in Verkleidung rumrennen, dagegen wird er sich nie einer dagegen beschweren, dass er keine Uniform trägt. So richtig. Das heißt, er macht ja seinen Dienst. Das heißt, er kann auch da nicht für degradiert werden, gar nichts, sondern er ist halt einfach nur auffällig. Und er ist ja ganz klar, sagt er ja auch später beim Psychologen, er ist ganz klar heterosexuell, er läuft halt nur in Kleidern rum. Und das finde ich halt einfach so genial in dieser Folge, dass er ganz klar sagt, ja, ich will hier nur weg, es ist hier total für den Arsch. Und ganz klar analysiert, so Henry rennt da mit seinem Anglerhut rum und seinem Hawaii-Hemd, die Chirurgen rennen rum wie die letzten Uschis. Ja, und er hat dann den perfekten Weg gefunden, quasi um gegen das Militär zu demonstrieren und ohne aber irgendwie in den Knast zu gehen, weil er Befehl verweigert oder ähnliches. Und da muss ich sagen, da ist Klinger so genial charakterisiert in dieser Folge und man merkt halt auch, wie genial eigentlich dieser Charakter ist und das kommt in dieser Folge wunderbar raus, aber denn der Psychologe sagt, oh Schätzchen, Sie haben Ihr Handtäschchen verloren und das alles so auf, naja, so einen dezenten Schwulen und Transsexuellen Hass und ähnliches dabei rumkommt und das ist halt irgendwie, das zieht das wieder runter. Ja, ich finde auch die Normalität, wie Klinger einfach existiert in diesem Camp. Und alle, die ihn kennen, das ist vollkommen egal. Der kann rumlaufen, wie er will. Das finde ich
absolut großartig. Und wenn man bedenkt, die Serie ist also hier jetzt in dieser Staffel von 1973, das ist schon echt vorausschauend. Also für die damalige Zeit großartig. Und ich stimme dir auch vollkommen zu. Also Friedman ist in dieser Folge hier, er erklärt ja, analysiert Klinger, sagt er, aber das ist ja so gut wie gar nichts, was da passiert. Und erklärt ja einfach, ja, das ist ein Transvestit und ein Homosexueller und das steht jetzt hier im Bericht fertig. Na, und das habe ich gänzlich anders verstanden. Denn er erklärt ja sofort am Anfang, dass er genau das, was ihr eben beschrieben habt, sofort durchschaut hat. Und was er dann in seinem Bericht schreibt, also was er, der hat, glaube ich, nicht vor, diesen Bericht jemals abzugeben, sondern er hat einfach nur vor zu sagen, okay, jetzt bin ich schon hier. Und er vermittelt ja Klinger ganz klar, pass mal auf, das, was ich hier in dem Bericht geschrieben habe, das glaube ich zwar nicht, aber das ist der Weg, wie du mit der Nummer aus der Army rauskommst. Und ja, wenn du damit zufrieden bist, dass das hier im Bericht steht, dann kommst du aus der Army raus, auf jede andere Art und Weise nicht. Ja, kann man so deuten. Also, es ist halt, aber es kommt halt so richtig arschig rüber in dem Moment. Ja, ich denke auch, dass er diesen Report nicht ernst meint, sondern einfach, er muss was schreiben, weil Frank und Margaret haben ihn angefordert, bla, militärische Ränge und und es gibt da gewisse Vorschriften, genau, was in so einem Report stehen muss. Naja, ja, nicht mal. Das ist der eine Weg, wie er mit der Nummer rauskommt. Ich meine, Friedman wird schon wissen, mit was man, mit welcher Diagnose oder mit welchem Ergebnis man rauskommt und mit welchem nicht. Ja, ich denke auch, er schreibt das, was für ihn am einfachsten ist und was für ihn, wahrscheinlich, wenn er was anderes schreiben müsste, würde das noch zu weiteren Dingen führen. Ich weiß auch nicht, wie das dann läuft in der Armee. Und das ist wahrscheinlich das Einfachste. Das steht dann im Bericht und fertig. Und er kann wieder weggehen. Naja, und es ist das, was Klinger nach Hause bringen würde. Ja, eben, es ist aber auch das, was Klinger nach Hause bringen würde. Deswegen, also er schreibt den Bericht dafür, damit er in die Akte kommt, kann nicht sein. Das ist schon das Angebot, willst du wirklich heim? Ja, wenn du wirklich nach Hause möchtest, dann unterschreib das Ding. Dann hast du aber auch folgende Konsequenzen. Und das ist ja genau das Spannungsfeld, in dem diese ganze Geschichte abläuft. Margaret und Frank wollen ja auf der einen Seite zwar, dass er aufhört, in Frauenkleidern rumzurennen, weil sie da irgendwie ein Problem mit haben. Sie wollen den Drückeberger aber auch nicht nach Hause schicken. Ja, und das ist ja eigentlich das Geniale an der Figur von Klinger. Dass er analysiert, okay, was muss ich machen, um hier auffällig zu sein, aber nicht so auffällig zu sein, dass ich nachher in einer geschlossenen lande oder ähnliches. Also das ist ja immer so das grundsätzliche Problem mit Militärpsychologen, dass das ja eigentlich ein Bereich ist, wo alle eigentlich einen an der Klatsche haben müssen, um den Job überhaupt machen zu müssen oder zu können. Und wie gesagt, also auch so, deswegen ist so dieser Psychologe auch eine Person, die ich, so manchmal ist sie total genial, aber insgesamt ist es halt auch ein Mensch, der mir sehr unsympathisch ist. Und in dieser Folge kommt er extrem unsympathisch rüber. Also ich habe halt auch solche Leute irgendwie im Dienst erlebt und das ist halt nicht schön, solche, so nach dem Motto, ja, wenn sie jetzt hier rauskommen wollen, dann kriegen sie hier die Maximaldiagnose, was ja eigentlich die Diagnose ist, dass er hier ein Transvestit und homosexuell ist. Weil er hätte ja auch nur sagen können, okay, er fühlt sich jetzt als Frau oder was weiß ich. Also ich kenne jetzt da die damaligen Diagnosen nicht. Aber das ist ja halt so nach dem Motto der Maximalschaden. Das merkt man in der Folge ja auch schon, dass also da so diese Unterscheidungen, die wir heute, die für uns heute ganz natürlich sind, also sexuelle Identität, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung haben zum Beispiel nichts miteinander zu tun und so weiter und so fort, oder sind erstmal losgelöst voneinander zu betrachten. Diese Unterscheidung macht man ja da gar nicht, also in der Serie genauso wenig wie im Dargestellten. Ja, aber es ist halt auch wieder so diese Militärpsychologen. Denke, so nach dem Motto, sie sind noch nicht selbstmordgefährdet, also behandeln wir sie noch nicht. Das ist ja auch der Grund, warum heutzutage so viele Soldaten bei den Amerikanern, selbstmordgefährdet sind und ähnliches, weil halt einfach die psychologische Betreuung beim Militär, solange es halt noch nicht richtig Ärger gibt, interessieren wir uns noch nicht und dann gehen wir halt gleich auf den Maximalanschlag. Und das ist bei der deutschen Armee übrigens exakt genau kein Stück besser, aber führt uns, glaube ich, überhaupt nicht weiter mit der Folge. Deswegen hatte ich das ja jetzt auch nur erstmal so auf die Amerikaner wieder bezogen. Und das ist hier halt auch wieder, er geht ja auf Maximalanschlag. Und das ist ja das, wo Klinger dann auch wieder dagegen wettert, dass er sagt, er will nicht den Maximalanschlag. Er will halt, ja, er möchte eine Macke dabei haben, aber er hat sich ja die Macke genau ausgesucht.
Das merkst du ja bei Klinger immer genau, dass er genau diese Messerkante sich rausgesucht hat, um rauszukommen, aber danach hat zivil und so weiter keine Probleme mehr zu haben. Ja, aber damit kommt er eben nicht raus. Das ist ja genau sein Trugschluss. Er denkt halt, ja, ich mach das hier und der Freedman weiß aber, mit was er aus der Armee kommt. Und er sagt ihm halt ganz klar, so Freund, ich habe jetzt hier genau das reingeschrieben, was dich hier rausbringt. Das hat aber die und die Konsequenzen. Entweder du da schreibst das jetzt oder ich schreibe da gar nichts rein. Ja, nee, das ist ja das Interessante eigentlich an dieser Folge. Und diesen, wie gesagt, deswegen gefällt mir der Psychologe in dem Fall nicht. Also klar, aber es ist, er macht seine Rolle gut. Das ist ja der Punkt. Deswegen, ich liebe diese Folge. Ich finde sie genial. Aber sie ist echt verstörend irgendwie. Wenn man ja, es ist vielleicht ein bisschen zu real für so eine Serie. Man hat jetzt Klinger längere Zeit schon kennengelernt als dieser doch sehr lustige Charakter und dann plötzlich diese reale Entscheidung, die er treffen muss. Gut, wir haben ja oft, dass so die Wirklichkeit in die lustige Handlung einbricht, aber irgendwie passt es hier nicht so 100% übereinander. Ja, das ist ja auch die zweite Handlungsebene da mit dem Toten, wo Hawkeye, oder Trepper, Moment, bin ich jetzt, naja, egal, auf jeden Fall, dass der da das Problem ist, dass er damit nicht klarkommt, dass jetzt durch den Kriegsgefangenen einer seiner Patienten gestorben ist. Es ist eine ganz schön düstere Folge, alles in allem, jetzt, wo ich nochmal so etwas intensiver drüber nachdenke. Ja, ich meine, den Trepper geht da jetzt in das Zelt ja wahrscheinlich nicht mit einer festen Absicht rein. Aber was die einzige Absicht sein kann, oder die einzige Motivation sein aus Mama, Papa, Auto, die einzige Motivation sein kann, aus der er gerade da ist, das wird dann allen relativ schnell klar. Ja, also man sieht es in den Augen. Ist auch ziemlich gut dargestellt. Ja, und Hawkeye kriegt ja sein weibliches Gegenstück in der Folge verpasst. Und kriegt das halt quasi mal vorgelebt, was sein Lebenswandel als solches wieder, naja, zur Folge hat. Und das ist halt insgesamt eine extrem gute Folge, aber auch extrem hart irgendwie. Ich hatte mir da auch erst aufgeschrieben, seit wann interessiert es den Hawkeye, ob seine Eroberungen verheiratet sind. Und habe mir dann irgendwie wenige Minuten später aufgeschrieben, ach so, weil das gar keine Eroberung ist, sondern weil er da jetzt halt wirklich irgendwie mal drin hängt und sich selber verliebt hat. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, er ist verliebt bis zum Heiratsantrag. Wobei ich das also den beiden Darstellern nicht abgenommen habe. Also da war ja für mich irgendwie die Chemie nicht da drin. Ja, auf jeden Fall. Das schon, aber... Und auch, dass es für ihn irgendwie so selbstverständlich ist, dass die jetzt da heiraten und keine Ahnung was und so weiter und so fort. Das war irgendwie so, okay, wie bist du da jetzt drauf gekommen? Das hat zu dem Charakter einfach nicht gepasst, den wir jetzt die ganze Zeit kennengelernt haben. Jetzt ist wieder so typisches Mesh-Problem, dass es eigentlich etwas mehr Zeit gebraucht hätte. Also man merkt halt hier diese Episodenhandlung sehr doll an. Ja komm, 2 von 3 Strängen, die wir kaufen, ist doch schon eine gute Quote. 2 out of 3 and bad. Ja, absolut. Nein, das merkst du ja auch bei den anderen Folgen jetzt, die wir besprochen haben. Also die erste Folge hätte auch länger sein können, der Staffel. Dass wir nach heutigen Maßstäben, sind wir ja 60 Minuten Folgen gewöhnt oder ähnliches. Und da sind halt diese Halbstundenfolgen echt doch für heutige Verhältnisse extrem kurz, was den Handlungsaufbau angeht. Weil ich mal ganz ehrlich sagen muss, eine Serie mit längeren Folgen würde ich irgendwie gar nicht schaffen zu gucken für den Podcast. Ja, klar, das ist schon ganz gut. Stundenmesh wollen. Ja, es wären vielleicht coole Folgen, aber da könnte ich hier nicht mitmachen, leider. Nee, aber das meinte ich nur so, dass man für heutige Verhältnisse ist das sehr abrupt. Nein, hast du absolut recht, ja. Das ist so. Ich denke, wenn man das heute machen würde, dann würden die Handlungsstränge auch von Folge zu Folge ineinander übergehen und man hätte so ein bisschen... das ein bisschen mehr in die Länge gezogen. Ich glaube, das wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht hier. Ja, wobei das ist vielleicht ein Thema, was wir dann irgendwie in ferner Zukunft im Staffelfinale mal besprechen können. Ich vermisse eigentlich so Serien, wo man auch mal eine Einzelfolge gucken kann und sich dann nicht erstmal erinnern muss, was denn in den letzten 20 Folgen gewesen ist und wo einem nicht in einem Previously irgendwie nochmal gezeigt werden muss, woher man denn diesen Charakter, der jetzt plötzlich wieder aus dem Hut kommt, kennt. Ja, das ist natürlich die Extremfassung. Also ganz so schlimm muss es nicht sein. Aber so ein bisschen aufeinander aufbauend, ich meine, das haben wir hier ja doch sehr wenig. Ja, super selten. Nee, das macht ja Mensch eigentlich auch den Reiz aus, dass es ja eigenständige sind. Nur dadurch, dass man jetzt 3 Handlungen auf einmal in einer unterhalbe Stunde reinquetscht, wird es natürlich dann auch rein rechnerisch von der Sendezeit eng. Und dafür muss ich sagen, hat der weibliche Hawkeye schon funktioniert.
dass sie halt ganz klar sagt, ja, ich möchte ja einfach nicht an- und angegraben werden, deswegen trage ich einen Ehering und hier, wenn ich mir den Partner aussuche, dann aber jetzt mal ran, mal Zamba. Und das ist ja eigentlich genau das, was Hawk eigentlich macht. Quasi manipulativ auf die Sache losgehen und einfach seinen Spaß haben wollen. Und das kommt da so wunderbar rüber bei ihrem Charakter, dass das halt einfach so auch einfach die Umdrehung und die Charakterisierung des Charakters von Hawkeye ist. Also ich habe halt so den Eindruck, dass diese ersten Folgen der Staffel extrem nochmal jeden einzelnen Charakter vorstellen. In dieser Folge hast du halt Radar nochmal vorgestellt als Schreiber. Du hast Klinger deutlich charakterisiert. Du hast Hawkeye deutlich charakterisiert. Und du hast Trapper nochmal charakterisiert. Und in der Folge davor haben wir halt nochmal auf Frank und Margaret eingegangen, was hier auch nochmal gemacht wurde. Also sind extrem charakterbound, würde ich das nennen. Ja, vor allem ist das hier mal eine Folge, in der Trapper wirklich was zu tun hat. Das hatten wir bis jetzt ja extrem selten. Also er kann ja mal zeigen, dass er nicht einfach nur ein Sidekick ist, sondern tatsächlich ein Charakter. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut an der Folge. Ja, das ist jetzt ein typisches Beispiel, wo ich die Folge am Anfang eher so ein bisschen mehr fand. Und jetzt, wo wir drüber reden und ich ein bisschen drüber nachdenke, gefällt sie mir irgendwie stetig besser. Und es ist eine versteckte Diadette-Folge. Es ist halt Raider, der schreibt und nicht Hawkeye. Alex, da hattest du vorhin noch was zu angedeutet, wo ich dann gesagt habe, lass uns erst während der Folge drüber reden. Ich sagte, es ist eine der Folgen, die ähnlich funktionieren wie die Diadette-Folgen. Es ist eine Folge, wo halt erzählt wird. Und ja, ob das jetzt ein Hawkeye oder ein Raider tut, dann ist es ein bisschen anders, aber es ist auch schön. Ich fand es von der Art des Kommentars halt spannend anders, weil Hawkeye ja sehr im Stile eines Off-Erzählers dann erklärt hat und auch zusammengeführt hat und teilweise Vorgeschichte geliefert hat und ähnliches. Ja, das hier ist ein Bericht. Genau, während der Kommentar von Raider ja vorhanden ist. Also er freut sich ja zum Beispiel sehr darüber, dass er in seinem Bericht schreiben kann, dass sich die Schwester under personal supervision of Dr. Pierce sehr gut erholt. Das findet er ja genauso lustig wie wir alle. Ja. Aber es ist ja soll man sagen, der Kommentar ist ja zurückgenommen im Gegensatz zu den Diadett-Folgen oder im Vergleich zu den Diadett-Folgen. Ja, aber es ist dadurch ähnlich episodisch und man kann viel erzählen. Ja, ich mag es auch, dieser Unterschied zwischen dem Erzählten und dem Gezeigten. Das macht nochmal so diesen Charme auch nochmal so speziell dieser Folge. Und den Charme von Raider natürlich. Ja, wobei mir diese Folge echt zu nah an der Realität war. Aber das muss ich ganz ehrlich jetzt im Vergleich zum 5 Uhr Charlie, jetzt die Folge davor, die halt einfach, naja, den Irrsinn des Krieges deutlich mal rausnimmt und halt kriegskritisch ist auf eine witzige Art und Weise, ist diese Folge extrem kriegskritisch auf eine sehr realistische Weise. Und das tut halt auch irgendwie weh, finde ich. Das springt einem deutlich eher an und ist nicht ganz so witzig, wie man es halt bei anderen Folgen hat. Und dadurch, dass es so kondensiert ist, ist es halt echt ein Schlag in die Magengrube, finde ich persönlich. Ja, ich glaube, das kommt im Laufe der Zeit sowieso jetzt noch öfter. Also da werden wir, glaube ich, noch öfter drüber diskutieren müssen. Ich finde das auch noch mal sehr betont in der Endszene, wo Henry dann den Bericht unterschreibt und dann noch mal so sagt, so, oh ja, hier Kriegsgefangener und dies und das und jenes und so. Ja, es war ja irgendwie eher eine langweilige Woche oder irgendwie sowas in der Richtung, sagt er da. Ja, ereignislos, wundervoll. Ja, genau. Und das Schlimme ist ja, er hat ja scheiß sogar recht, es ist ja eigentlich gar nichts Großes passiert, ne? Ja. Das Mesh stand nicht unter Beschuss. Keine irgendwie großen medizinischen Ereignisse. Eigentlich Business as usual und trotzdem trifft es einen so. Das ist schon, ja, cool. Also gut gemachte Folge. Ja, habt ihr denn noch was zu dieser Folge? Ja, mir ist der Pfarrer nochmal aufgefallen. Also das ist so dieses, das ist auch wieder so typisch Militärpfarrer irgendwie. Dieses, na, ich mein's ja nur gut, und ich hab da irgendwas falsch verstanden mit seinem Pang Shao und so. Weil eigentlich, wenn du überlegst, okay, er ist da im Kriegsgebiet, er soll da auch die Seelsorge sein, und ich bin jetzt kein Experte, was die Sprachen angeht, aber Nordkoreanisch und Südkoreanisch wird eigentlich derselbe sein. So, da erwartet man ja eigentlich so, wenn der Pfarrer sich da auch mit der Seelsorge der einheimischen Bevölkerung und mit dem missionarischen Auftrag, den ja so ein amerikanischer Pfarrer auch so ein bisschen hat, denn erwartet man ja auch eigentlich, dass er besser mit der Sprache ist und dass er dann so, ja, ich beruhige den und er labert da halt völligen Dünnpfiff. Ja, also einen missionarischen Auftrag hat ein Militärpfarrer vorne hinten in der Mitte nicht und noch nie gehabt.
Also nee, das meine ich nicht. Also die amerikanische Kirche als solches. Ja gut, aber als Militärfahrer missionierst du nicht, weder in der eigenen Truppe noch außerhalb. Also das wird da auch sehr, sehr ungern gesehen. Deutlich nicht. Aber ich meine nur so, dass er eigentlich ja so erwartet, dass er so ein bisschen was von der lokalen Sprache aufschnappt. Er hat ja sonst eigentlich keine Pflichten. Also so, er hat ja keinen Tagesdienst oder muss ja nicht irgendwo rumschnippeln oder so, sondern da erwarte ich eigentlich, dass der ja derjenige ist, der so ein bisschen die Kultur des Gastlandes als solches mal kennenlernt und dann halt auch ein bisschen besser das spricht im Zweifelsfall das Koreanisch. Und das kommt ja hier raus, dass er halt da völlig daneben liegt und es eigentlich nur gut meint und damit die Situation schlimmer macht. Und das finde ich halt auch. Ob er sie wirklich schlimmer macht, weiß ich nicht. Er hätte sie besser gemacht, wenn die Phrase korrekt gewesen war. Aber die Phrase war ja einfach nur verwirrend und nichts anderes. Da muss ich dir aber widersprechen. Also, dass der nichts zu tun hat oder keinen Tagesdienst hat oder so. Also, der wird mit der Vorbereitung seiner Gottesdienste und was er so macht und irgendwie Moral der Truppe und Beichten und alles, was so anliegt, wird der sicherlich gut ausgelastet sein. Und vor allem auch Patientenbesuche natürlich. Also, das sieht man ja oft auch. Ja, also das denke ich nicht so, dass es, ich sehe das nicht so unbedingt als seine Aufgabe, sich da noch irgendwie reinzuarbeiten. Und letzte Ölung. Ja, klar. Nein, also, aber es ist wieder auch so eine kleine Charakterisierung der Person. Also es ist in dieser Folge extrem, dass halt wirklich jede Person, die auftaucht, halt irgendwie etwas für den Charakter Wichtiges irgendwie hat. Also es gibt halt irgendwie nicht so eine steht einfach nur rum und ist einfach nur in der Folge da, gefühlt. Ich habe einfach noch ein lustiges Zitat, das ich gerne loswerden möchte, wenn ihr es erlaubt. Gerne. Schießt du los? Und zwar, als Henry in sein Büro kommt und Margaret und Frank schon auf ihn warten und da halt sitzen, obwohl sie ja immer so auf militärisch korrektes Verhalten Acht geben, und er dann reinkommt und sagt, at ease everybody, sit if you like. Und alle sind schon extrem at ease und haben sich schon sehr gerührt und sitzen auch schon. Und dann erzählt ihm Margaret ja mal wieder sehr ausführlich, was Frank alles sagt und denkt und macht, woraufhin er dann ja sagt, das hast du in der letzten Folge schon erwähnt, Frank, please say something, even a gurgling sound would help. Ja, das war ich. Ach so, du warst das, Entschuldigung. Oh, furchtbar. Man kann uns immer verwechseln, das passiert. Ihr habt beide so einen sonoren Bass. Das. Naja, aber das ist halt einfach auch dieses Interessante an dieser, also dass du da halt, da Henry wieder das Militärische rausholt und weil sie ihm ja dann auch sagen, ja hier, der Klinger ist ja unmilitärisch in seinem Kleidchen und ich meine Henry mit seinem Anglerhut und so weiter und dass er da das dann nochmal rausholt, so nach dem Motto, ihr wollt mir was Militärisches, dann sollt ihr auch mal gefälligst mir den Respekt gegenüber zeigen, also das finde ich auch wirklich schön. Das ist ja auch das, was ich meine, es ist wieder sehr charakterisierend für Henry. Also, dass alles, was in dieser Folge passiert hat, irgendwie so einen sehr geplanten Eindruck gefühlt. Gut. Ich habe keine Punkte mehr, die ich gerne besprechen möchte. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten, nämlich Fehler. Wenn Klinger in Henrys Büro kommt, trägt er das Kleid mit den roten Spaghetti-Trägern, das vorher im OP zerstört wurde. Und hier ist es wieder ganz. Das ist mir auch aufgefallen, aber da habe ich gedacht, naja, das hat er halt schnell wieder angenäht. Ja, vielleicht hat er auch ein Ersatzkleid gehabt, das weiß man nicht. Außerdem gibt uns Raider in dieser Folge mal ein Datum. Also die Folge spielt am 17. Oktober 1951, was zu dem Zeitpunkt in der Serie noch logisch klingt. Das Problem ist nur, in der 9. Staffel wird von Major Winchester genau dieses Datum auch angegeben als aktuelles Datum. Dann ist es ja so ein bisschen durcheinander. Das ist halt das aktuelle Datum, wenn immer eins gebraucht wird. Genau. Das ist so der Effekt, den du ja auch hast bei Master und Commander. So, wo es ja im Napoleonischen Krieg spielt und nachher so 1831 A, B, C, D, E, F, G. Scheiße, wir brauchen noch eine Staffel, noch mal einen Buchstabe hinten dran. Aber die Zeit schreitet nicht voran. Also ich meine, wie lang war der Koreakrieg eigentlich? Keine Ahnung. So. Kürzer als die Serie. Es gibt mehr Weihnachtsepisoden als ja. Genau. Das ist diese Timeline-Probleme, die werden jetzt mehr und mehr auftreten. Ich glaube, wir haben eine Szene, wenn wir die nicht erwähnen, dann haut uns Dela allen zu Recht eine runter. Und zwar die ultrasüße Szene, wo der schon total übermüdet noch an den Bericht schreibende Raider dann seinen Teddybär zudeckt und quasi ins Bett bringt. Ja, stimmt. Weil es für den ja so langsam mal Bettzeit ist. Also ich glaube, wenn wir die Szene nicht zumindest erwähnen und alle einmal Oh sagen, dann gibt's Stress mit Dela. Also bitte, 3, 2, 1,
Oh, Teddy war auch müde. Oh. Und anschließend tippt er ja seinen Bericht auf der Rechenmaschine weiter. Stimmt. Ja, nicht nur der Teddy ist müde, auch Raider und auch wir sind langsam müde. Kommen wir zu Bewertungen. Wie findet ihr diese Folge denn? Ich würde mal wieder anfangen, um euch ein bisschen Zeit zu geben. Und ja, jetzt im Lauf unseres Gesprächs ist die Serie bei mir doch noch mal um ein paar halbe Punkte gestiegen. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir 3,5. Also 3,5 von 5 möglichen sehr, sehr müden Rechenmaschinen. Ja, bei mir sind es 5 von 10 Spaghetti-Trägerkleidchen. Auf der einen Seite finde ich sie genial, wie gut sie die Leute charakterisiert. Auf der anderen Seite finde ich sie halt einfach unangenehm zu gucken. Also ich bin da zwiegespalten zwischen, ich hasse die Folge und ich finde die Folge eine der genialsten Folgen überhaupt. Von mir kriegt sie 4 von 5 Brust-Toupets im Abendkleid. Ich habe sowas wie 7,5 zugedeckte Teddybärchens. Der halbe muss dabei sein. Und mir geht's eigentlich so wie dem Original Sven. Also er hätte es mich gefragt, hätte ich die Folge schlechter bewertet, aber in der Diskussion ist sie tatsächlich besser geworden. Ich glaube, ich gebe auch noch mal 8 von 10 wöchentlichen Reporten. Ja, und damit hätten wir diese Folge heute auch wieder durch. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Ich weiß natürlich nicht, was nächste Woche kommt. Mesh unter Messer natürlich. Ja. Staffel 2, Folge 4, das muss reichen. Genau. Dann hört ihr uns wieder und bis dahin, tschüss. Tschüss.